Ja, wir haben hier ein Blatt des Frauenmantels. Das ist noch relativ klein, weil er jetzt im Frühling gerade erst wieder austreibt. Auf der Blattoberfläche haben wir so samtige Härchen. In der Mitte sammelt sich dann oft Wasser. Und diesem Wasser hat man oft eine Heilwirkung früher zugeschrieben. Die Alchemisten waren auf der Suche nach dem Lebenselixier, nach einem Mittel für die ewige Jugend. Und sie meinten, dass dieser Tropfen dafür gut wäre. Deswegen ist der Frauenmantel auch Alchemilla benannt worden, was ja nichts anderes heißt als kleiner Alchemist. Zudem scheiden die Blattzähne immer so Tröpfchen aus. Das sieht aus wie Perlen an einem Kragen von einem Frauenmantel. Deswegen hat man die Pflanze, die Blätter, auch lange Zeit gegen Frauenleiden eingesetzt. Man kann aber auch noch heute ganz gut aus den Blättern einen Tee aufbrühen und damit das Gesicht einreiben, die Haut einreiben, soll für einen guten Teint sorgen, also auch einen wieder jünger und vitaler wirken lassen.